Fangen wir aber mal an, Freunde der Spielkultur. Es hat ein bisschen länger gedauert mit dem ersten angespielt heute. Das zweite ist Techtonika und Techtonika kommt schon morgen raus. Ich habe da schon ein bisschen länger zugehört, darf es eigentlich auch schon ein bisschen länger zeigen, aber ich bin dazu nicht gekommen, weil wir Jagged Alliance 3 gezeigt haben und Xenonaut 2 und dann gab es noch das Charity-Event zwischendurch. Deshalb schauen wir uns jetzt die Early Access-Fassung an, die morgen rauskommt. Wir haben damals die Demo schon mal gespielt. Das ist ein Factorio-Spiel unter der Erde, also bis unter der Planetenoberfläche, tauchst du irgendwo auf und versuchst dann rauszufinden, was hier Sache ist eigentlich. Mit so ein paar alten Konstrukten und Bauten. Es gibt also so eine Art Geschichte auch dahinter. Das wird dann in der Version 0.1. Es gibt auch schon eine Roadmap fürs Spiel. Da werden wir zum Ende dann nochmal kurz reingucken, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen gespielt haben. Ich kam noch gar nicht dazu, es großartig zu spielen. Außer die Demo damals haben wir gespielt. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder ewig her. Aber ich sage, dass viele Leute dieses Spiel gut finden werden. Weil gerade nochmal gefragt wird, wann ich Jagged Alliance 3 mache, das machen wir nach diesem angespielt. Was halt circa eine Stunde nochmal dauern wird. So. Du wächst mit Gedächtnisverlust in einer geheimnisvollen Einrichtung auf, gehe raus und baue eine weitläufige Fabrik auf, um die Maschinen und Werkzeuge zu produzieren, die du zum Erkunden dieser fremden Welt brauchst. Factorio, Gott, das wird Proof wieder 100 Jahre aufhalten. Warning. Structural Integrity failing. Wir müssen erstmal das Field of View verändern. Das finde ich nämlich auf 120. Richtig anstrengend, sich dann umzugucken. Dann müssen wir mal eben kurz gucken. Maussensitivität ist richtig fies. Weil anscheinend alle Entwickler immer, weiß ich nicht, Low Sense spielen oder wie man das nennt. Da sehen wir schon mal ein bisschen, wie so die Produktionsanlagen aussehen. Also es ist eigentlich Status Factory unter der Erde. Das erklärt das Spiel eigentlich schon ganz gut. So, hier können wir erstmal aus dem Lager ein bisschen was mitnehmen. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen, wie die Steuerung ist. Stab übertragen, Shift. Dann nimmst du alles mit rüber. Ach, es wird schon wieder zu doof. Der Stromverbrauch der Anlage, Tab sind die Baupläne, kein Plan. Ach ja, hier, die Hacke. Hacke abholen. Erstes Werkzeug. Ich hatte damals übrigens das Gefühl irgendwie, dass es eigentlich in der Demo schöner war. Ich bin aber nicht sicher, warum. Also sieht eigentlich schon ganz cool aus hier unter der Erde, aber so ein paar Sachen, weiß nicht, wirken ein bisschen komisch. Man kann es auch übrigens direkt von Anfang an im Koop spielen mit mehreren Leuten und Fabrikanlagen aufbauen. Ist ja inzwischen bei Factorio-Spielen schon fast Standard. Beziehungsweise Automationsspiele, müssen wir dazu sagen. So, Pflanzenmaterialien. Das ist das, was wir hier gerade die ganze Zeit aufsammeln. Ich glaube, ich mache das Sichtfeld noch kleiner. Das wirkt halt so unnatürlich auf 120. Ich weiß nicht, was sich der Entwickler gedacht hat, das mit einem Field of View von 120 direkt zu ballern. So, Reparaturterminal. Mining Drills waren die einzige buildable Tech, die ich konnte recover. Try crafting a few with materials from some of the chests around here. Nehmen wir das Material mal aus den Truhen. So, Produktionsmenü, ein Erzförderer. Einige Sachen craftest du natürlich in deinem Inventar. Mit Shift kannst du rennen. J sind die Informationen, was wir zu tun haben. Baue einen Erzförderer und platziere ihn in eine nahe Eisen- oder Kupferader. Weil wir benötigen 15 Eisenerz und Kupfererz, um diese Terminalanlage wieder zu starten, die Lima. Dann
Achso, Scanner benötigt, den können wir später bauen. Und hier sehen wir die Erzförderstelle. Da richtet sich der Förderer auch direkt in die Richtung aus. Und der läuft im Moment mit pflanzlichen Mitteln. Natürlich kann man das später auch automatisieren. Ich glaube, da drüben war die Kupfer. Ist halt so wie bei allen Automatationsspielen. Du fängst klein an und dann baust du es immer größer und irgendwann wird es so groß, dass du überhaupt keinen Überblick mehr hast und bist einfach am Arsch. Und dann denkst du, jetzt baue ich das nochmal und es wird noch alles viel schöner und viel besser. Könnt ihr natürlich schon denken, das ist ein Merkel-Spiel. Das bedeutet, wir werden nachher Kohle auch abbauen, um die als Energiequelle zu benutzen. Also das ist wirklich richtig gut. Da kann man sich sogar zum Geburtstag erinnern lassen, dass man dann etwas spenden will und seinen Kumpel und Freunden einen Link zu schicken, wo sie dann statt dir was zu kaufen, etwas davon spenden. Finde ich eine coole Sache. Das war ein prima Link-Doc. Danke. Ging übrigens um das Spendending noch von BetterPlace.org. Von dem Charity-Event vom Wochenende. Aus der Ego-Perspektive mag ich diese Spiele eh nicht. Nein, das ist gerade nicht. Das Geile ist ja, dass das Wort von Gott. Dr. Proof, hast du bei Baldur's Gate 3 schon reingeschaut und wirst du es jetzt. Na klar, wirst du das, frage ich denn so, beziehungsweise stream. Also Baldur's Gate 3 werden wir sehr wahrscheinlich spielen. Das wird so wahrscheinlich das nächste größere Projekt sein. Ich denke mal, bis dahin werde ich Jagged Alliance 3 durchhaben. Was steht da dran? Forschungskern 380 lila. Ah ja, stimmt ja. Man wird ja auch Sachen produzieren müssen, um die Forschung dann voranzutreiben. So, holen wir das Erz daraus. Ich finde, das ist alles gerade ein bisschen überbeleuchtet. Vielleicht hat das auch eine Einstellungssache zu tun. Bildschirm rütteln. Texturqualität, Gelände Tilling, Bildverbesserung, Lichtqualität. Naja, es ist ein Early Access. Muss man davon ausgehen, das ist natürlich nicht final. Ich glaube, als erstes bauen wir den Scanner dann. Ich erinnere mich langsam wieder. Und damit können wir Gerätschaften scannen, um die dann im Nachgang bauen zu können. Ah, Gamma steht auf Max. Danke für den Hinweis. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ja, jetzt macht das auch viel mehr Sinn. Tut mir sehr leid, wer am Anfang reingeguckt hat. Gamma 1 wird wahrscheinlich der Standardwert sein. Oh ja, jetzt sieht es einfach besser aus. Da war schon ziemlich grell. Das Ziel ist noch nicht ganz implementiert. Also ich glaube, es gibt noch kein finales Ziel. Weil es ist Version 0.1 und die Story ist noch nicht komplett implementiert. Task inbound. Scanner. Scan machine fragments to restore tech tree access. So, Technologiebaum, Schmelzöfen. Produziert aus den
fördern gesammeltes Erz und Barren zu Metallprodukten. Und da siehst du schon, es gibt schon ein paar Forschungsabschnitte. Es gibt Terraforming-Abschnitt, Synthetik, Logistik, Transport, Energie, Wissenschaft. Warning. Research cores required for activation of new technologies. Refer to tech tree for current core manifest. Man kann sogar die Pflanzen abscannen und gucken, was das ist. Dann kriegst du Datenbank-Einträge. Upgrade module scanned. Additional tech tiers or cores may be required. Open tech tree to review. Tech tree. Dann haben wir hier Transport, Anzug Tempo 2. Können wir den Anzug, den wir tragen? Dann sind hier die Greifarme. Werkzeuggürtel 2, dadurch kriegen wir mehr Slots im Werkzeuggürtel, wenn ich mich noch recht entsinne. Also es wird auf jeden Fall schon einiges an Content verfügbar sein, weil die Demo damals, die verfügbar war, die war auch schon ziemlich groß, da hat man viel Zeit investieren können. Your mining drills won't be able to get you everything you need to build the rest of those research cores. Ich sage ungern, dass es Factorio-like ist, weil es sind Automatisationsspiele. Factorio hat das Genre gegründet. Has a requisition for local plant life to be delivered to a science team for analysis. Also beziehungsweise groß gemacht. But doing it was marked as a low priority by command, even though the request itself was marked as urgent. We didn't come here for science, but I don't remember this kind of hostility about it either. What were they doing here? So. Ich glaube, es gab in der Demo auch noch gar nicht das Ding mit der Forschung. Ich denke mal, wir müssen jetzt einfach 8 im Inventar produzieren und können die dann verwenden für die Forschung. Ich mag die Höhlengeschichte und ich mag auch, dass du theoretisch durch alles durchbohren kannst. Das geht natürlich, du kriegst später was Besseres als die Spitzhacke. Dann kannst du so coole, also blockartig ganze Bereiche direkt ausfräsen. Und was ich eigentlich ganz gut fand, war auch die Karte. Die ist nämlich so ein bisschen wie bei unserem Deep Rock Galactic. Das ist nämlich eine 3D-Karte, wo du halt relativ gut erkennen kannst, wo deine Produktionsstätten sind. Das sind nämlich immer diese grünen Gegenstände. Und auch die Ressourcen, ne? Eisen, Kupfer. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist, das Goldene. Gold würde ich jetzt mal nicht sagen. Und du kannst dann halt auch zu den neuen Ressourcen buddeln und musst halt, ne, versuchen, die Ressourcen dann zu deiner Hauptproduktionskette zu bringen. So. Mal eben gucken. Ein Strom. Ach. Pass mal auf. Nee, Moment. Nochmal rausnehmen, das jetzt fürs Upgrade. Ach, rausnehmen kann ich das nicht mehr. Bauen, platziere 7 Forschungskerne.
research cores constructed. Smelter technology available. Ah, so haben die das gemacht. Du musst die Forschungskerne haben. Prozessoreinheit, die die Aktivierung von Standardtechnologie ermöglicht. Ein Kerncluster bildet sich aus 10 Kernen. Es kommt düster wieder. Du brauchst sowas wie einen Computer-Core und dadurch kannst du neue Technologien freischalten. Du kannst natürlich auch den, glaube ich, nach oben bauen. Warum kann ich nicht die Cores abbauen? Naja, nicht schlimm. So. Jetzt können wir es nämlich aktivieren. Technology activated. Proceed with construction of smelter. Ich denke mal, wenn wir noch weiter zurückgehen, gab es auch schon Spiele, die Factorio ähnlich waren, aber es halt nicht so tief gebastelt haben. Ich finde, das Wichtigste hierbei ist immer, dass das gut und schnell von der Hand geht, alles. Ich glaube, es gibt auch schon ein Blueprint-System, das war, glaube ich, auch schon in der Demo verfügbar, damit du so ganze Bereiche, dafür machst du halt ein Werkzeug dann, kopieren kannst. Ich glaube schon, was da gleich war, es gibt wie Drohnenaufbau, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr. You've activated the smelter tech, but you still need to build one and place it. Task inbound. Smelter. Supply with ore to produce ingots. Requires plant matter for fuel. Ach, wenn du Shift drückst, macht der automatisch Geschwindigkeit. Also schnell laufen. Du musst nicht nochmal Tab drücken. Auch sehr angenehm. So, rein da. Sammeln wir nochmal ein bisschen pflanzliches Material. Bam, 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 bam. Gib mir alle Pflanzen, die du hast. Okay, 250 kann er maximal einbauen. Natürlich haben die auch Eingänge, ne, und Ausgänge für die Förderbänder. Haben wir am Anfang gesehen. Dann können wir die Sachen da direkt reinfahren. So wie ich das schon jetzt zigmal erwähnt habe vorhin, habe ich dieses Spiel mit der Tech-Demo damals gezeigt. Das ist aber jetzt die Early Access Fassung, die jetzt rauskommen soll, nachdem das damals seinen Erfolg hatte. Ich glaube, es war sogar Kickstarter-Kampagne. Und natürlich schaue ich mir die Early Access Fassung nochmal an, bevor das Spiel dann letztendlich rauskommt. Ach, die Steine geben Kalkstein. Wofür auch immer ich Kalkstein brauchen werde.
So, dann haben wir das Terminal Upgrade. Scheiße, fehlt doch ein Kupfer. Ist halt ganz angenehm, du wirst am Anfang wirklich durch diese Terminal Upgrade Geschichte lang gehangelt. Neue Technologien verfügbar. Terminal upgraded. New technology and crafting schematics available. Langer Greifer muss gescannt werden. Synthese, Terraforming. Erhöht das Gen- und Sprintgeschwindigkeit auf 115%, dafür brauche ich 25 von den Forschungsdingern. Ermöglicht Massenzerstörung der Wirtschaftsgüter im unmittelbaren Umkreis. Ermöglicht Massensammlung von Gütern in der Umgebung. Man braucht dann halt auch wieder neue Kerne. Um neue Forschung da drin zu speichern. Ja, die 25 machen wir jetzt nicht. Da sehen wir nämlich unten, dass wir 5 Kerne frei haben. Mach mal noch einen. So, jetzt müssen wir uns mal auf den Weg machen, Greifarme zu finden. Aber irgendwo hier sind noch welche versteckt. Na, das sind die grauen Dinger. Würde ich gerade mal tippen. Ich war vorhin ein bisschen blindlings hier durchgelaufen. Das war nämlich der das Terminal, was wir hier freigeschaltet hatten. Also muss ich am Fluss weiter hoch. Stärkeres Werkzeug benötigt. Das ist aber ungünstig. Geschütztes Gebiet.
Ich weiß nicht mehr genau wo, deshalb muss ich mich mal ein bisschen, muss ich gerade mal ein bisschen suchen. Ah, hier war eine kleine Forschungsstation. Door unpowered and secured. Repair production terminal and input authorization. Door unpowered and secured. Repair production terminal and input authorization. Von der Seite war ich nicht gekommen. Ach, das Kalkstein hier oben, okay. Versuchen wir schnell, ob es Fallschaden gibt. Nein. Oder muss ich mich durchschlagen zu dieser Produktionskette, die ich am Anfang gesehen habe? Schon, weil ich gerade ein bisschen verwirrt rumlaufe. Hier kann ich nicht durchscannen. Das sieht leider alles aus wie diesen Stein, den ich nicht durchschlagen kann. Ach so, ich kann das schon produzieren, aber ich dachte, ich muss die scannen. Entschuldigung, mein Fehler. Umsonst rum, glaube ich. Dachte, ich müsste mit dem Scanner noch arbeiten. Achso, weil das ist der lange Greifarm. Das ist schon die Verbesserung. Okay, also sind wir jetzt wieder auf Kurs. Task inbound. Conveyor belt. Use conveyor belts to build networks between machines. Inserters are required to transfer items to and from conveyor belts. Ach, muss ich den echt mit dem Arm rausholen? Ich dachte, ich könnte das als Ausgang nutzen. Oder das, dann, oder das gilt als Eingang und nicht als Ausgang. Wie gesagt, es ist eine ganze Zeit her, da ich mir das angeguckt hatte. Deshalb müssen wir es ein bisschen zusammen erforschen. Okay. Macht zwar meines Erachtens nicht so viel Sinn. Aber wenn das so ist, dann ist das so.
Man kann es auch bestimmt direkt rüberreichen. Your machines can only hold so much at a time before their inventories fill up and they stop working. Try building a storage container and connecting it to the rest of your operation. Das werden wir jetzt auch mal testen. Ja. Sehr schön. Ich denke mal, der eine Greifarm wird auch ein bisschen zu langsam sein, um alle Materialien darüber zu schieben. Ach, sind sie nicht süß? So, er hat 16 neue Einträge am ersten Tag. Tür ohne Strom gesichert. Eingehende Aufgabe: Förderband mit förderbaren Netzwerke zwischen den Maschinen aufbauen. Conveyor belt. Use conveyor belts to build networks between machines. Inserters are required to transfer items to and from conveyor belts. Alles gut, haben wir da alles gemacht. Natürlich am Anfang nervt, dass du hier mit Pflanzenmaterial das befeuern musst. Gott sei Dank verbraucht sie das nicht so schnell in den Maschinen. Da brauchen wir auch Kupferbarren für, deshalb. Muss ich mir abgewöhnen, die ganze Zeit Shift zu drücken. Also wegen dem Rennen. Das sind übrigens Sachen bei den Aufgaben und Tipps. Dann sollst du halt was zusammenbasteln und dementsprechend kannst du halt diese Aufgabe dann abschließen. Keine Tutorials. Dann läuft der auch schon mal automatisch durch. Und ich denke mal, für die anfänglichen Aufgaben wird genug pflanzliches Material hier zur Verfügung stehen. Bevor einer kommt und meint, da ist ja alles doof mit der Pflanze. Und Strom erzeugt es ja später auch. Das Aufbauen der Dinger ist auch schön einfach gemacht. Container hat auch mehrere Zugänge. Irgendwann eine Kurve machen wir dann einfach so, die man kann. Ach, man kann direkt die aufeinander bauen.
Also ich könnte direkt hier eine zweite Ebene machen, darüber. Mit Förderbändern. Ach, diese Tiefenentspannung. Das ist auch so ein typisch... Ich weiß nicht warum, Deutsche lieben halt diese Produktionsgeschichten. Das habe ich bei Factorio, glaube ich, schon 10.000 Mal gesagt. So. Zwischenprodukte. Die muss ich dann aber wahrscheinlich von der Hand produzieren. Fünfundvierzig Förderbänder. Weil wir haben noch keine Möglichkeit, irgendwas dazwischen zu bauen. So, nehmen wir eben den Überschuss hier runter. Können natürlich einen zweiten Schmelzofen auch mal bauen. Nicht die Forschungsdinger. Nochmal eine Kiste. Na, und was sehe ich hier? Ist das Satisfactory ähnlich? Es ist ein Automationsspiel, was unter der Erde spielt. Also, ego-perspektivisches Automatisierungsspiel. Das ist immer das Problem, wenn ich jetzt sage, das ist wie Satisfactory, dann sagen Leute, oh mein Gott, mir fehlt aber jetzt hier der Zug. Warum gibt es keinen Zug in dieser Early Access-Fassung, wo es erst Version 0.1 gibt? Weil man hast hier noch die Sache des Erforschens und dass du die Forschung halt über andere Gebiete holst. Wie viel wird das Game kosten? Ist das noch nicht bekannt gegeben? Oh, haben sie noch gar nicht geschrieben bei Steam. Weiß ich nicht. Also ich weiß leider nicht den genauen Preis. Es ist eine Mischung aus Satisfactory und Subnautica. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal gelesen. Meistens posten die ja den Preis schon vorher beim Diskussionstab rein, wenn er noch nicht auf Steam verfügbar ist. Weil sonst müssen die nämlich einen Pre-Order anbieten. Und ich weiß nicht, warum viele Entwickler machen das halt einfach nicht. From Release, die Pre-Order-Geschichte. Aber es gab ja damals schon mal eine Demo vom Spiel, die man länger angucken konnte. Und ich fand es damals schon gut aufgebaut. Version wird 0.1 sein im Early Access. Aber wie gesagt, es wird einiges an Inhalt schon verfügbar sein, weil es gab ja schon mal die Demo vor einem Jahr. Da gab es halt auch schon recht viel Inhalt, fand ich. Beziehungsweise es gab schon mal eine Preview-Version. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Kickstarter war. Damals, dass sie dann so ein bisschen Werbung gemacht haben dafür. Da ging auch schon recht viel
Und es gibt auch schon eine Roadmap, die machen wir nachher mal auf. Oder wer sich dafür interessiert, kann einfach auf die Steam-Seite gehen. Da sind nämlich schon die Infos, was als nächstes kommen soll. Hervorheben kann man halt, dass am Anfang schon die Koop-Geschichte funktionieren soll. Dass man halt mit anderen zocken kann. Und seine Fabrikanlagen bauen kann. Und dass es halt einen Story-Progress gibt. Ne? Du musst halt Technologien entdecken, wenn du unterwegs bist. Und es gibt also kleine Rätsel, wie zum Beispiel jetzt hier diese Forschungsanlage, die da unten ist. Die muss mit Strom versorgt werden und die braucht halt ein Passwort. Und du hast halt das Aufleveln von diesen Terminal-Anlagen, diesen Hauptanlagen, die immer kompliziertere Materialien brauchen, um da die nächste Stufe freizuschalten. Um halt so diese Story voranzubringen, weil du hast halt einen Gedächtnisverlust. Der Start ist eigentlich wie Gothic. warum bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Die Ressourcen, also diese Kupferadern sind unendlich, aber die haben halt nur eine gewisse Menge an Andockstationen. Ne? Das ist das, was das limitiert am Ende. Du kannst halt nicht unendlich viele Bohrer dran setzen. So, dann haben wir schon mal wenigstens ein Laufband gemacht. Ich glaube, es war später, so hast du Kalkstein, oh, mir fällt das gerade ein, dafür benötigst, um Bodenplatten zu bauen, worauf du halt Gerätschaften dann besser aufstellen kannst, um das zu begradigen, weil das Grünzeug planieren. So, 30 Förderbänder, wir brauchen 45, dann brauchen wir 4 Greifer. Und 2 Behälter. Ach, es ist im Day One sogar im Game Pass drin. Danke für die Info. Ich glaube, das wusste ich nämlich gar nicht. Bam. Ich will jetzt aber wieder anfangen, hier ganz viele Factorio-Spiele zu spielen, werden mich wieder alle hassen. Deshalb ist das auch jetzt erstmal nur angespielt. Console right next to the screen. It'll start beeping and blinking in 3, 2, 1. Signal triangulated. New location added to HUD. Life sign. Access to all local facilities should be restored, including the one I've been stuck in this entire time. I've set an unlock code to the door. I've got some tech you're gonna like. And I know you wouldn't dream of leaving without me anyways. Wobei, nochmal die leer machen. Weil ich glaube, den ersten Sektor lassen wir sogar zurück. Weil dieses Terminal jetzt komplett geupgradet wird. Dann kommst du jetzt in eine neue Höhle und in dem Höhlenabschnitt musst du dann die nächsten Sachen freischalten. Ich wollte nochmal eben die Ressourcen noch mitnehmen.
Aber wir kriegen jetzt unten hier das bessere Abbautool. In der Forschungsanlage. Sending that signal is more complicated than you think. I don't know why, but these computers feel like second nature now. Sort of the opposite of what I remember being like. I'd be the one to get you out of a situation like this, instead of the other way around. But I'm not giving up. That's how I know it's still me in here. You'll see. Moment. Trifft dich mit Sparks? Dass die Stimme die ganze Zeit mit uns redet? Geschütztes Gebiet, ja. Okay, da ist einfach offen. Da ist einfach Energie drauf. Vielleicht müssen wir später mal ein Stück zurückkommen, dann kommen wir daran. Erste Freischaltung ist sowas wie Tutorial. Casualties detected. Verlustmeldung. What? You've never seen someone stuck inside an alien cube next to their own dead body before? Whatever I was trying to do here, I'm gonna take a wild guess and say it didn't work out. Hopefully, it was worth a shot. Let's go. Das ist alles abgeschlossen. Ich glaube, das war in der Demo noch gar nicht drin, dass wir festgestellt haben, dass die ein Würfel ist. Ich bin so unsicher, weil früher... Stop. Scan the fragment in that cage by the stairs before we go. We'll need that tech to get out of the sector. Ja, da ist der Mole drin. Und ein Upgrade für Förderbahntechnologie. Mit dem Mole können wir dann nämlich ins nächste Gebiet buddeln. Montagemaschine, Bioziegel, verdichtete organische Brennstoffquelle. Fördergeschwindigkeiten erhöhen, formt das Gelände um wie ein Maulwurf. Grundlegender Bau, Kurbelgenerator, erzeugt Elektrizität, wenn er auf einem Elektroboden gebaut und betrieben wird. Local signal deciphered. Sector headquarters. Report to production terminal radio for triangulation. Sounds like the terminal is fully rebooted. Check the radio console again and see if the beacon it adds to your HUD gives us a clear path home. Signal triangulated. New location added to HUD. Production terminal Victor. Breaker, this is the time to activate the mole in your tech tree and build one. We won't be able to cut through to Sector Victor without it. Bam, bam, bam. Danke, Marcel, fürs Folgen. Vielen Dank. So. Ich glaube, du hast mich mit den 8 Dingern Dreck genug, um das Ding zu bauen. Nee, nur 7 frei. Ach, weil ich das Leuchtstoffding erforscht habe.
wir noch mal ein paar rein. Ich bin Adeptus Mechanicus, ich diene dem Imperator, um den Planeten einen Industrieplaneten umzubauen und Titanen zu bauen. Kommt das hin? Ich denke, das ist nicht das Ziel. Bitte, hab ein Abo, erfolge nicht, aber gerade spannend hier. Okay, das ist das übrigens, das Mysterium von Twitch manchmal, wenn Geschenkabos random vergeben werden, dass dann Leute ein Geschenkabo bekommen, die gar nicht Follower sind im Kanal. Glaube ich. Außer du hast das Abo mal selbst abgeschlossen, um es zu followen. Das ist dann wirklich ein Klick zu wenig gemacht. So, Mol planieren. Mol P55. Muss ich den Mol dann scannen? Oh, M70. Ich hoffe, man kann später ein bisschen nach oben bauen. Sonst brauchst du ja Unmengen an Platz. Manipulates terrain for traversal and composition of industrial construction sites. Scheiße, jetzt habe ich Maximum gebaut. Was ist denn? Herstellen, Werkzeugslot hinzufügen. Shift, ja, Shift herstellen ist so viele wie möglich. Es gibt keine 10er Schritte oder sowas. Also ich habe auch mal ein Abo geschenkt bekommen von einem Kanal, den ich vorher noch nie kannte. Nicht, dass ich wüsste, denke, das war ein Geschenkabo. Möglich. Ich habe auch schon Abos bekommen von Kanälen, die ich noch nie gesehen habe. Deshalb weiß ich, dass das irgendwie manchmal einfach passiert. Mach doch ein paar. Hier hin, damit ich schon mal sowas wie den Kurbelgenerator. Grundlegende Teile für Baufreischalten, Elektroboden und Treppe. Wobei Elektroboden, den kannst du glaube ich auch für eine normale, das ist der normale, wie heißt das nicht, Grundriss? Ah doch, Grundriss, sagen wir jetzt. Um Gebäude drauf zu bauen. Activate with manual or automated rotation to produce electricity. Task inbound. Power floor. Build to establish structural foundation and conduct electricity from crank generators. Zum Vorteil des Creators, manchmal folgt man ja auch dem Kanal. Ich hörte davon. Gerade eben. So, aktiv. Die 70 werde ich ja nicht bekommen. Einzige, was wir jetzt noch hinkriegen könnten, Massen. Sammlung brauche ich jetzt nicht. Vielleicht noch das Anzugstempo, aber dafür muss ich ja einige haben. Ja, ich würde mich als einer dieser Creator wohl betiteln. Der viel zu oft an seine Nase packt. So, ich habe doch den Mol gemacht. Leg den mal da auf 2. Bulletin. This mole is not authorized to destroy resources, critical infrastructure, or protected environmental areas. Da siehst du, wie der funktioniert. Umso länger du hältst, umso größeres Loch machst du. Nur
und sammelst natürlich dabei die Ressourcen. Die Nase einfach zu klein oder stört sie? Ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Dabei finde ich das, wenn ich das im Video sehe, total nicht unhygienisch, aber irgendwie stört mich das. Ist einfach Kritik an einem selbst. Ja, ich sehe schon, das werden wir hier auch nicht in der Stunde abgeschlossen haben, als angespielt. Erstmal gucken, was für eine Forderung wir haben bei dem nächsten Gebiet. Obwohl doch, ich will heute unbedingt noch Jagged Alliance 2 spielen, ohne Witz. Es ist die letzten Tage. Es war schwierig beim Charity-Event die Tage mitzumachen und die ganze Zeit daran zu denken, boah, ich könnte auch Jagged Alliance 2 spielen. Solange du nicht in die Nase fasst. Das ist OnlyFans-Content. Nein, Jagged Alliance 3, nicht 2. Wenn ich 3 gesagt habe, 2 gesagt habe, Fehler. Ich habe heute auch mal geschrieben, irgendwo Jagged Alliance 4 spielen wir später. Ah ne, das war hier im Chat am Anfang des Streams. Da habe ich mich nicht verschrieben. Wie hoch falscher Channel. Stromproduktion. Ich denke mich dann über den Elektroboden wird mich auch die Energie verteilt mit den Produktionsstätten. Ach so, wegen OnlyFans. Auf geht's. I never got the chance to thank you for getting me out of that facility. I appreciate it. At the time, it seemed like the best thing to do was focus on work and not get caught up in thinking about anything else. I've tried to stay sharp for both of us, but now that we're almost back to the main line, I'll admit it. I was terrified. It'll be good to see some friendly faces and a few thousand neon lights. I'm sure you've got people there too. Schon cool mit dem Ding. Genau. Damals kamst du auch schon in die Höhle. Und das ist jetzt erstmal die Haupthöhle, in der du ganz viele neue Aufgaben bekommst. Aber auch sehr hübsch mit den vielen Pflänzchen, die überall rumstehen. I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. It was right here. I know it was. Where is everybody? Ja, wo ist jeder? So, Mole planieren. Ach so. Da brauchen wir auch nochmal 25 für. Da sind die ersten Elektroböden, Treppen, die wir benutzen können, also ein bisschen Startpaket. After that, you'll be able to dump cores into it and never worry about placing them one at a time again.
Richtig, die haben alle Kaffeepause gemacht und haben dabei vergessen, die Anlage zu warten, die ist einfach zerfallen. Ach, der will 500 Eisenbarren haben, um das zu reparieren. Das Terminal versucht, reach out to 100 facilities that might not exist anymore. If we can repair it, we might be able to decipher where those facilities are located. Our people are out there, just like we were. I wouldn't ask you to rebuild this sector for the expedition, but I will ask you to do it for them. The faster we get on these signal and repair objectives, the better our chances of finding them will be. Dann kann man doch nochmal zurückgehen. Some of the new stuff on your tech tree. Keep your eyes out for fragments, and let's get to work. Deciphering this first signal by building power floors looks simple enough. I'm sure it won't be that many. I'm pretty sure. Danke, Frecke, fürs Folgen. Ich glaube, das so heißt. Ja, J sind die Empfehlungen, was wir machen sollen. Elektroböden bauen, Elektroböden generieren. Baue ein und platziere einen Kernzusammensteller auf einen Elektroboden mit 5 aktivierten Kurbelgeneratoren. Ich mal ein paar mehr gebaut. Ich weiß gar nicht, aus dem Bereich später die Sachen rüberziehen muss oder da eine neue Produktion aufbaue. So, da ist definitiv Kupfer. Wenn wir übrigens die Sachen schon kennen und die scannen, bekommen wir halt Materialien aus denen zurück. Anzugstempo 3. Gute Nacht, Baldur. Gute Nacht, ja, dir. This looks like a standard field setup for drilling a new shaft, but there are two problems with it. The first problem is that we're at the end of the line. The only thing below here is the core, and this shaft doesn't look like it was cut large enough for freight anyways. The second problem is that nobody asked me first. That's a much bigger problem. If whatever they were up to here was bad enough that they thought I would report it, it must have been very wrong or very dangerous. Or both. Identified. Xeno material containers. No contents detected. Aber ein echt, wie soll man sagen, eine sehr angenehme Stimme, finde ich, von der Person, die in dem Alienwürfel gefangen ist.
Ach shit, da war immer noch zu wenig. So, woran machst du fest, wie hoch die Elektroböden gebaut werden müssen? Ach so, an der eigentlichen Höhe. Ach so, schalte ich um auf Shift und dann 1 und 2, dann hole ich die andere Leiste nach vorne. Alles klar. Willkommen in der Welt des Elektrobodens. Er baut auch automatisch den Grund ab. Ingress AS2013. Report to production terminal radio for triangulation. Ja, dafür sollte ich für den Mole diese Zugangsfähigkeit eigentlich machen, um den Boden zu planieren. Danke fürs Folgen, Mihalubu99. Das scheint so, wenn ich später will, ich das Material von hier hinten nach vorne tragen muss, weil da die Herzadern fehlen. Ich habe übrigens das Terminal schon mal repariert. 2400 Eisenbarren, also alles ein Schnapper. 180 Pflanzenmaterial. Ach, Rahmen aus Pflanzenmaterial. Terminal upgraded. New technologies and recommended tasks available. It's time to put those crank generators and power floors to use, Breaker. To make plant matter frames, you'll need planters and threshers, and they only run on electricity. After you grow and thresh Kindlevine, you'll need to thresh the Kindlevine stems it produces a second time to turn them into plant matter fiber. And then you can either craft the plant matter frames by hand or build an assembler to do it for you twice as fast. And that's a lot of new tech to activate. So if you haven't built a core composer yet, now is the time. Signal triangulated. New location added to HUD. Mind the voltage.
Spannung. Ein Schiffssignal von RH 1979. Bauen platziere einen Kernzusammensteller auf einen Elektroboden mit 5 aktivierten Kurbelgeneratoren. Akkumulator. Aktiviere Akkumulatoren im Technologiebaum, um das entsprechende Tutorial zu starten. Alles gut. Einführung in den Kurbelgenerator. Kurbelgeneratoren produzieren Elektrizität für Maschinen, wenn sie auf Elektroböden platziert und händisch oder per Wasserrad angetrieben werden. Super, dass ich übrigens hier das Wasser so zugebaut habe. You might want to try crafting a few biobricks, Breaker. They'll burn a lot longer than plant matter, and at some point you'll probably want to set up a production line that can feed them directly into your machines. Long inserters might be your friends on that one. Ach, Kalkstoff und Pflanzenmaterial erzeugen Biomaterial Kraftstoff. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich Pflanzen... Wahrscheinlich gibt es dann Anbau-Gewächshäuser, wo das Pflanzenmaterial dann rauskommt. Oh, ein Hoverpack. Finden und scannen. Akkumulatoren scannen. Kurbelverbindung. Verbindet automatisch parallel aufgestellte Kurbelgeneratoren. Geschwindigkeit des Mol erhöhen. Good work on that biobrick production, Breaker. I know how oddly appetizing they look, but you'll be happier if you stick to using them as fuel. Local signal deciphered. Ingress RH1979. Report to production terminal radio for triangulation. Was? Kurbel muss ich alle 5 Minuten ankurbeln? Okay, das erklärt, warum sie Kurbelgeneratoren heißen. Okay, dafür habe ich zu wenig Elektroböden. Ich denke mal, dieser Kernzusammensteller, da kommt diese ganze Forschungsgeschichte drauf. Gott sei Dank geht das recht schnell. Also da werden die Kerne dann hochgestapelt automatisch. Das, was wir hinten noch von Hand her gemacht haben. Abbrechen. Mal eben abbrechen. Das will ich natürlich jetzt mal eben kurz probieren. Zu geil, ey. Kurbel die Kurbel.
Steht da nicht irgendwas bei? Und jetzt haben wir noch gar nicht in der Produktion drin. Bioverdichter, Produktionsgeschwindigkeit 2. Ja, Pflanzer. Pflanzt aus Samen schnell neue Pflanzen. Da kommen dann die Pflanzenwertstoffe her. So, das bräuchten wir auch. Weil dann können wir nämlich mit, indem wir eine Kurbel anklicken, werden alle Kurbeln aktiviert und produzieren Strom. Sorry, ich war jetzt gerade mit Gedanken woanders. Ich wollte eigentlich hier rein. Scanne Montage, Fragmente, Aspekte. Ja, okay. Einführung, empfohlene Technologien. Ein Schlüsselsignal WO, indem du eine unbekannte Anzahl an Prozessoreinheiten in einer Montagemaschine baust. Ein Schlüsselsignal HA1976, das sind übrigens dann diese Infoschnipsel, die uns gesagt werden. Aktiviere Forschungskern 480 NM Blau. Ja, ich muss ein bisschen mich unterwegs, ich muss mich ein bisschen hin und her bewegen, beziehungsweise ein bisschen was suchen, um neue Forschung freizuschalten. Weil die ganzen Maschinen werden hier in der Umgebung versteckt sein. Soll sein, genau, die alle aktivieren sich jetzt zusammen. Ja, aber ich würde an der Stelle trotzdem breaken, weil ich mich sehnte nach Jagged Alliance 3, was nichts damit zu tun hat, dass das Spiel schlecht ist. Wenn ihr das Spiel aber kaufen wollt und die Entwickler unterstützen, dann würde ich euch empfehlen, da morgen einfach mal auf der Lauer zu liegen. Es ist auch im Game Pass drin, wie inzwischen der Chat bestätigt hat zwischendurch. Ich kann es jetzt gerade nicht überprüfen auf die Schnelle. Auf jeden Fall ein cooles Konzept für Factorio und Satisfactory-Liebhaber, also die ganzen Automationsspiele gerne mögen, so wie ich eigentlich auch. Aber ich bin im Moment ausgelassen mit Xenonaut 2 und Jagged Alliance 3 noch ein paar Tage. Und dann kann man mal gucken, ob wir vielleicht doch noch ein bisschen uns wieder Factorio-mäßig bewegen werden. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen auf YouTube und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, tschüle, euer Imperator.